Ja, Dirk Schuster, Glückwunsch zum Sieg, zu einem knappen Sieg. Wie sehr ist es gerade in der zweiten Halbzeit so richtig an die Nieren gegangen? Eigentlich weniger. Knapper Sieg richtig, aber ich glaube auch, dass er sehr verdient ist. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant, waren die bessere Mannschaft, haben die besseren Chancen gehabt, sind auch folgerichtig 1-0 in Führung gegangen. Und dann hat natürlich so eine rote Karte so ein Spiel wieder einen eigenen Stempel aufgedrückt und alles wieder ein bisschen verändert. Aber wenn wir dann so wie in der zweiten Halbzeit das gezeigt haben, so fighten und vom Gegner, glaube ich, ein Torschuss oder eine etwas größere Chance, die mit dem Torschuss geendet hat, der über die Latte geht, nur eine Chance zulässt, dann hat man auch so ein Spiel verdient gewonnen. Und muss der Mannschaft da ein Kompliment machen, wie sich da reingehauen hat, wie sie alles abgerufen hat und sich mit allem, was sie hatte, dagegen gestemmt hat, den Ausgleich zu bekommen. Respekt, und das macht uns schon ein bisschen stolz, jetzt mit 32 Punkten und vor allen Dingen noch schöner, das Jahr 2013 mit einem Heimsieg zu beenden. Das ist schon gut. Das Jahr 2013, die Hinserie, Sie sprechen sie an. Wie sehr Traum ist das für die Darmstädter? Der Traum war es, dass wir erstmal in der Liga bleiben durften. Das war für uns der primäre Traum, der auch erfüllt wurde. Und dann ging es natürlich darum, mit sehr viel Arbeit und mit sehr viel Intensität die Saison so zu beginnen, dass wir in der dritten Liga bleiben. Und da haben wir mehr als ein sehr gutes Fundament jetzt gelegt. Und da wollen wir jetzt Woche für Woche gucken, dass noch so viel wie möglich Punkte oben drauf kommen. Und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Aber primär alles dem Klassenerhalt unterzuordnen, ist nach wie vor unser Ziel.